Eine dunkle Macht beherrscht die Finanzwelt und damit ja eigentlich die Welt an sich. Und das ist der Finanzkonzern BlackRock. Das sagt zumindest eine Dokumentation vom Fernsehsender Arte. Arte sagt, BlackRock ist übermächtig und BlackRock ist skrupellos. Kann man das so stehen lassen? Darum geht's heute bei uns auf Zukunftsmärkte. Willkommen. Arte ist ja nicht irgendwer. Arte ist ein Kultursender und steht für ein hochwertiges Programm an sich und für Seriosität. Und ab und zu langt Arte eben auch mal so richtig in die Tasche und legt sich dann an mit den ganz Großen in der Finanzwelt und entlarvt die dann auch mal so richtig. Es hat zum Beispiel vor ein paar Jahren eine Dokumentation über Goldman Sachs gegeben von Arte. Die ist relativ bekannt geworden, hat auch viel Wirbel gemacht und ich kann mich da noch gut dran erinnern. Da ist dann zum Beispiel behauptet worden, dass die Bankenrettung in den USA während der Finanzkrise, dass das ein Staatsstreich gewesen sei, den Goldman Sachs Leute dann so veranstaltet hätten. Also wohlgemerkt ein Staatsstreich. Das Ganze war unsäglich, ist jetzt aber schon wieder ein paar Jahre her. Das Ganze ist Schnee von gestern mit Goldman Sachs. Denn jetzt gibt es ja einen neuen Bösewicht, eine neue unheimliche Macht. Und das ist BlackRock. Und das mit der unheimlichen Macht, das habe jetzt nicht ich mir ausgedacht, damit es hier alles ganz dramatisch klingt, sondern das ist der Titel dieser Dokumentation. BlackRock, die unheimliche Macht eines Finanzkonzerns. So heißt die Sendung. Und den Link auf die Sendung, den Sie können sich ja auch mal anschauen, wenn Sie es noch nicht gemacht haben, den habe ich Ihnen noch mal unten reingestellt. Aber ich fasse es jetzt mal kurz zusammen, das Ganze, neutral, unvoreingenommen, Sie kennen mich ja. Es geht also los wie folgt. Zitat: Es heißt, Geld regiert die Welt und keiner hat mehr davon als der Finanzinvestor BlackRock. Zitat Ende. Und damit ist das Thema ja eigentlich schon ganz gut umrissen. Also Grundthese, BlackRock hat das meiste Geld, Geld regiert die Welt. Also wer regiert am Ende eigentlich die Welt? Richtig, BlackRock natürlich. Und wir erfahren dann auch einiges über BlackRock. BlackRock ist tatsächlich der größte Vermögensverwalter der Welt. BlackRock verwaltet 6 Billionen Dollar. Das ist sehr viel, das ist fast das Doppelte vom Bruttoinlandsprodukt von der Bundesrepublik Deutschland, eine enorme Summe, gar keine Frage. Und ein Drittel davon hat BlackRock eingesammelt über ETFs. BlackRock ist der größte Anbieter von ETFs weltweit und zwar mit Abstand. Und was Arte jetzt vermutet, Arte vermutet, wer so viel Geld investiert, der hat auch Macht und zwar wahrscheinlich sehr viel Macht. Und damit ist er eben potenziell auch gefährlich. Und wir kriegen das als Zuschauer auch gleich bestätigt und zwar von Carl Icahn, der Wall Street-Legende, wie er da genannt wird. Der sitzt da also dann in einer Talkshow bei CNBC und zusammen mit Larry Fink übrigens, mit dem BlackRock-Chef. Und da hat er gesagt: Ich glaube, dass BlackRock eine extrem gefährliche Firma ist. Und das Publikum lacht dann, aber beim Arte-Zuschauer, da kommt die ganze Botschaft schon an, weil man sagt jetzt dem Arte-Zuschauer nicht unbedingt, was Carl Icahn wiederum für einer ist. Nämlich ein relativ aggressiver Hedgefondsmanager, der jetzt auch nicht immer zu allen nett war. Natürlich darf der sagen, was er will und denken, was er will, aber dass man den jetzt hernimmt als Kronzeuge, so mehr oder weniger, wenn Carl Icahn das sagt, dann muss da ja was dran sein. Das ist schon ein bisschen, ja, egal, egal. Aber der Knackpunkt an der ganzen Geschichte ist ja: BlackRock ist ein Vermögensverwalter und über die ETFs ja ein passiver Vermögensverwalter auch. Und das ist der Punkt.
Und um diesen entscheidenden Punkt, da drückt sich die Dokumentation 1,5 Stunden lang so drumrum. Also es wird zwar schon irgendwie gesagt, aber es wird jetzt nicht gesagt, was da die Konsequenz draus ist, weil dann wäre ja die These kaputt, die man da unbedingt vertreten will, dass BlackRock unglaublich mächtig ist und unglaublich böse. Also es ist zum Beispiel völlig korrekt, wenn man feststellt, BlackRock ist bei ganz vielen Unternehmen der größte Einzelaktionär. Ist auch in Deutschland so. Übrigens zum Beispiel beim DAX ist BlackRock bei 8 Unternehmen der größte Aktionär. Das stimmt schon alles. Aber was heißt das im Endeffekt? Die Firmen gehören ja nicht BlackRock, sondern BlackRock bietet ETFs an und über diese Produkte, da fließt dann eben das Anlegergeld rein. Also, wer sind die Aktionäre, wer sind die Besitzer von diesen Firmenanteilen? Das ist nicht BlackRock, sondern das sind Sie, das bin ich, das ist Oma Kruse, wer auch immer. Das ist unser Geld, das wir anlegen, das in die ETFs fließt, weil wir da investieren wollen. Das ist unsere Entscheidung, das ist nicht die Entscheidung von BlackRock. BlackRock kann sich die Unternehmen dann auch nicht aussuchen, in die da investiert wird. Weil wenn wir sagen, wir investieren jetzt in einen DAX-ETF zum Beispiel, dann fließt das Geld eben anteilsmäßig in DAX-Unternehmen. Und BlackRock kann dadurch zum Beispiel auch nicht sagen, wir verkaufen da jetzt bestimmte Aktien, weil die Firmen doof sind oder weil die nicht das machen, was wir wollen, weil wir da keine Macht ausüben können. Nein, BlackRock verkauft dann Anteile, wenn die Anleger Anteile verkaufen. Das ist auch so ein Thema unterschwellig in dieser Dokumentation. Da kommt immer wieder die Frage hoch, ja, was ist denn dann, wo BlackRock doch den halben Aktienmarkt kontrolliert? Was passiert denn dann, wenn die jetzt alles verkaufen würden? Dann bricht doch der komplette Markt zusammen. Aber auch da ist es einfach so, der ETF-Anbieter trifft nicht die Verkaufsentscheidung. Er kann sie nicht treffen, sondern der Anleger entscheidet, wann verkauft wird. Die Leute von Arte wissen das natürlich, die sind ja jetzt nicht völlig blöd, aber das wird nicht gesagt in dem Sinn, das wird nicht aufgeklärt, weil wenn man das so sagen würde, dann würde der Zuschauer natürlich sagen, aha, ja, gut, und was soll das Ganze jetzt? Und gerade das soll er ja nicht sagen, wenn er sich die Dokumentation anschaut, sondern er soll das alles ja ganz schlimm finden. Thema Moral zum Beispiel, da wird uns dann ein Beispiel gezeigt, Rheinmetall, also auch ein Waffenproduzent natürlich, Exporteur von Waffentechnik. BlackRock ist da auch beteiligt. Und da wird dann eben im Zuge dessen eben auch festgestellt, ja, BlackRock investiert da, wo die höchsten Renditen zu erwarten sind und nicht da, wo die größte Moral vorherrscht. Und dann kommt noch ein Beispiel, Deutsche Wohnen, wo die Mieter vermeintlich schlecht behandelt werden. Da sehen wir dann Demonstrationen in Berlin, da sehen wir, wie sich die Mieter endlich auflehnen gegen diesen bösen Finanzinvestor, der auch enteignet werden soll. Also der Widerstand wächst gegen BlackRock und auch da ist die Botschaft klar, BlackRock ist ein skrupelloser Investor, gegen den die Leute kämpfen sollten. Und wie gesagt, es greift eigentlich ziemlich zu kurz, zumindest wenn es jetzt um die ETFs geht. Es ist nicht BlackRock, der die Entscheidung trifft, in was investiert wird, sondern es sind wir. Wir sind die Anleger und wenn wir jetzt Geld investieren in einen ETF auf den MDAX, da kann BlackRock nicht sagen, da sind aber böse, böse Firmen auch mit drin und in die investieren wir nicht. Der Kunde will in den MDAX investieren, also fließt das Geld in MDAX-Unternehmen, eben auch Rheinmetall, Deutsche Wohnen. Dass die da drin sind, das weiß der Kunde vielleicht gar nicht, vielleicht ist es ihm auch völlig egal, kann ja auch sein, aber es ist nicht die Entscheidung von BlackRock.
Und davon mal abgesehen, es gab in der ganzen Dokumentation auch kein einziges Beispiel, wo Athe mal bewiesen hätte, dass BlackRock Einfluss genommen hätte in einer Weise, dass ein Unternehmen was Schlimmes getan hätte, das es sonst nicht getan hätte. Das wird 1,5 Stunden lang suggeriert und steht irgendwie im Raum, aber Beleg dafür gab es keinen einzigen. Was Athe uns mitgeteilt hat, man höre und staune. BlackRock trifft sich mit Firmenvorständen. Also ist der größte Aktionär von ganz vielen Konzernen. Und was tun die? Die reden auch noch mit denen. Das ist natürlich eine bahnbrechende Erkenntnis. Das sind Enthüllungen. Und wer da nachts noch schlafen kann, dem ist ja wirklich nicht mehr zu helfen, so mehr oder weniger. Also ich kann nur sagen, bei dieser ganzen Geschichte, mir geht es jetzt nicht darum, dass ich jetzt unbedingt BlackRock verteidigen müsste. Davon habe ich persönlich nichts. Ich stehe jetzt auch leider nicht bei denen auf der Gehaltsliste. Es geht da eigentlich schon ums Prinzip. Ich könnte jetzt wirklich auch einfach sagen, naja, ich fand die Dokumentation jetzt nicht gut oder ich bin da anderer Meinung als Arte, aber es geht irgendwie schon drüber hinaus. Ich finde sowas nämlich sehr ärgerlich und ich finde es auch wirklich verantwortungslos. Es geht da nicht darum, dass da jemand eine andere Meinung vertreten hat, sondern es war ein Bericht, der war bewusst manipulativ. Und das von einem Sender, der ja eigentlich öffentlich-rechtlich ist und für die meisten Leute glaubwürdig ist und der ja im Grunde auch einen Bildungsauftrag hätte. Und was hat das für einen Effekt? Jetzt mal ganz abgesehen von der Aktienkultur, die bei uns ja sowieso schon mehr oder weniger am Boden liegt. Also für die Aktienkultur ist sowas natürlich extrem schädlich. Aber jetzt mal drüber hinaus. Also was hat sowas für eine Wirkung? Wenn sich jetzt jemand noch nicht so großartig beschäftigt hat mit so Finanzthemen, was denkt er sich, wenn er sowas sieht? Der denkt sich Folgendes. Der denkt sich, es gibt also doch diese großen Finanzkonzerne, die alles steuern, die uns alle in der Hand haben und das ist mehr oder weniger heimlich und nicht bekannt und die sind außerdem ohne jede Moral. Das ist doch die Quintessenz aus dem Ganzen. Und genau so war es auch 1,5 Stunden lang aufgezogen. Und es war jetzt auch nicht das erste Mal. Also, wie gesagt, die Goldman Sachs-Dokumentation damals vor ein paar Jahren. Und dann wundert man sich aber, wenn sich die Leute Sorgen machen und wenn sie alle auch ein bisschen komisch werden und wenn sie dann komische Parteien wählen. Das kommt nämlich nicht nur aus dem Internet, das kommt eben auch von solchen Beiträgen. Und damit macht Arte nämlich genau das, was es den anderen immer gern vorwirft. Das war nämlich auch kein Meinungsbeitrag, was man da sehen konnte, sondern das war ein Pamphlet. Ist so. Es war hochmanipulativ in der ganzen Machart und entscheidende Informationen sind zurückgehalten worden und das absichtlich und ständig auch. Ich sage nicht, dass in der Finanzwelt jetzt alles super toll ist. Weiß Gott nicht. Und auch Finanzmärkte, es gibt da auch große drängende Fragen, vor denen wir da stehen in dem Bereich. Aber das sind ja Fragen, die Arte gar nicht stellt, sondern da wird wirklich nur das Bedürfnis bedient nach einer großen Verschwörung. Oder es wird irgendeine politische Agenda verfolgt, ich weiß es nicht. Aber für mich ist sowas kein Journalismus. So. Was wären interessante Fragen gewesen in dem Zusammenhang? Also interessant wäre ja zum Beispiel gewesen, Thema ETFs. Sind ETFs gut oder schlecht? Weil wenn BlackRock böse ist, dann müssten ja ETFs an sich eigentlich auch böse sein. Das wäre zum Beispiel interessant gewesen. Das ist ein Thema, ich reiße es nur mal hier ganz kurz an, da können wir ja vielleicht auch mal einen eigenen Beitrag drüber machen. Es ist natürlich so, ETFs sind wahnsinnig praktisch für einen Anleger, weil man kann wirklich in den breiten Markt oder in den Index investieren, man kann damit breit streuen und das Ganze ist auch sehr günstig. Also sie haben eben wirklich Vorteile, die ETFs. Aber dieser Siegeszug von den ETFs, der ist natürlich auch nicht ganz unproblematisch. Also wo man zum Beispiel ein Problem sehen kann, dass das Geld, das in ETFs fließt, das differenziert ja wirklich nicht zwischen einzelnen Unternehmen.
Das differenziert nicht in moralischer Hinsicht, also siehe Rheinmetall jetzt zum Beispiel. Es differenziert aber natürlich auch nicht, was jetzt die Qualität betrifft, die Qualität von den einzelnen Unternehmen. Da kann man jetzt als Anleger sagen, muss es auch nicht. Ich will es genau so, wie es ist. Ich will nicht differenzieren, sondern ich will ja breit investiert sein. Ist legitim. Aber wenn das irgendwann mal jeder Anleger sagen solle, dann gibt es natürlich dadurch Marktverzerrungen, weil ja das Geld nur noch in die Indizes über die ETFs rein und rausfließt. Aber es findet in dem Sinn jetzt keine Einwertung mehr bei den Unternehmen statt. Und da kann natürlich der Qualitätsaspekt verloren gehen bei den börsennotierten Aktienunternehmen. Das ist weniger gut. Und das ist jetzt nur ein Punkt. Wie gesagt, können wir hier wirklich mal vertiefen. Ich persönlich muss sagen, also ich finde ETFs gut und ich finde ETFs nützlich, aber ich bin eigentlich schon eher der Typ für Einzelaktien. Ist mir lieber und ich habe es auch schon ein paar Mal gesagt, wenn Sie die Zeit haben, dass Sie sich beschäftigen können mit Einzelaktien und wenn Sie das Geld natürlich auch haben, dann tun Sie das. ETFs sind nicht verkehrt, gar keine Frage, aber Einzelaktien sind spannender, erstens, also wenn das für Sie ein Argument sein sollte, und zweitens, Sie können aber mit Einzelaktien eben oft gezielt auf was ganz Konkretes setzen, also auf ein Geschäftsmodell, auf eine Story, auf eine Bewertung oder Dividendenrendite zum Beispiel auch. Das ist alles bei ETFs dann eben nicht mehr so einfach. Muss aber natürlich jeder selber wissen, wie er vorgeht. Was jetzt Einzelaktien betrifft, eins noch in eigener Sache hier. Morgen geht unser Zukunftsmärkte-Report raus, wie angekündigt, diesmal mit chinesischen Internetaktien. Also Alibaba und Baidu nach Zahlen haben wir ja hier schon im letzten Video behandelt. Und im Report, da geht es dann morgen weiter mit JD.com, mit Trip.com und mit iQIYI. iQIYI, Chinas Netflix ja sozusagen. Unsere Reports sind gratis. Das Einzige, was Sie machen müssen, damit Sie da rankommen, ist, dass Sie sich einmal anmelden auf www.zukunfts-märkte.de. Und wenn Sie es nicht schaffen bis morgen, ist nicht schlimm, melden Sie sich trotzdem an, weil unter jedem Report ist auch ein Link auf unser Archiv und da haben Sie dann Zugriff auf alle Analysen, die wir jemals rausgeschickt haben. Und auch das ist natürlich völlig kostenlos. Der Anmeldelink ist hier auch nochmal unter dem Beitrag. Und was jetzt BlackRock betrifft, es gibt da noch ein Video, das würde ich Ihnen auch gern empfehlen. Das ist von Sebastian Hell. Sebastian Hell ist ein sehr geschätzter Kollege von mir. Ich kenne ihn schon ganz lang, also ich glaube 20 Jahre oder ein bisschen weniger, aber fast 20 Jahre. Sebastian hat auch ein Buch geschrieben, unter anderem Optionsstrategien für jede Marktphase. Und wenn Sie sich für Optionen interessieren, dann ist es für Sie ab jetzt die Bibel. Das ist ein absolutes Standardwerk in dem Bereich. Und er hat aber seit einiger Zeit eben auch einen YouTube-Kanal und da geht es eher um allgemeinere Investmentthemen, also um Aktien, um Edelmetalle, um Immobilien. Und der Sebastian ist eben auch jemand, der was zu sagen hat. Und das kann man ja auch nicht von jedem in der Branche so behaupten. Also, wenn Sie jetzt noch die Kraft haben für noch ein Video hier, dann schauen Sie sich das Video an von Sebastian Hell zu BlackRock. Oder aber Sie schauen sich nochmal ein schönes Zukunftsmärkte-Video an. Zum Beispiel mein Video zur Modern Monetary Theory. Da geht es um die Leute, die sagen, Staatsverschuldung, das wird überschätzt, das ist doch egal. Lasst uns noch mehr Schulden machen und die Notenbanken sollen die Schulden dann einfach aufkaufen und schon sind sie wieder weg. Klingt bizarr, ist aber ein brillantes Thema. Und falls Sie dieses Video jetzt nicht sehen wollen, dann sage ich Ihnen an dieser Stelle schon mal, leben Sie wohl. Warum sage ich das? Zukunftsmärkte ist eher ein kleiner Kanal und die Wahrscheinlichkeit, dass Sie ein Video von uns nochmal vorgeschlagen kriegen, die ist natürlich immer relativ niedrig.
Es sei denn, Sie abonnieren unseren Kanal jetzt und dann sehen Sie sogar jedes Video in Zukunft, das wir neu machen, sobald es da ist. Ich würde mich natürlich sehr freuen darüber, wenn ich Sie gewinnen kann für unseren Kanal. Und wenn Sie sich anmelden sollten, dann bitte auch immer die Glocke drücken. Das ist eben für diese Benachrichtigung, wenn die neuen Videos da sind. Dann hoffentlich bis bald. Ich wünsche Ihnen alles Gute und herzlichen Dank wie immer fürs Zuschauen.